Willkommen im Higher Health Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns bist du richtig, wenn du deinen Traumkörper erreichen und ein erfülltes, langes Leben führen möchtest. Wir klären dich über physische wie auch psychische Gesundheit, alternative Heilmethoden, alles rund um Longevity, Ernährung sowie den neuesten Stand der Gesundheitsforschung auf. Erzähle uns auch deine Geschichten und stelle Fragen, die wir in kommenden Episoden beantworten könnten. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Was wir unserem Körper von innen heraus nicht geben, das kann der uns ja nicht wiedergeben. Also wenn wir die Nährstoffe nicht haben, die der Körper braucht, um starke Nägel zu bauen, um die Haare wachsen zu lassen, wie soll dann unser Körper das machen? Maria Sperling, Gründerin von More Raw Food. Ich habe eben gemerkt, wie viel Energie ich habe und wie ich so mit jedem Bissen wieder von innen heraus aufblühe. Sie ist Ernährungsinfluencerin und versorgt ihre Zuschauer auf ihrem YouTube-Kanal mit Videos über Rohkost, gesunde Ernährung und exklusiven Rezepten. Kakao ist auch ganz, ganz wichtig. Gerne auch in Rohkostqualität, also ein Rohkakao. Weil da sind ganz viele Stoffe drin, die wir Frauen vor allen Dingen in der Phase vor unserer Menstruation brauchen. Ich höre diese Zeichen meines Körpers und kann darauf dann eben eingehen. Ich habe dann Haarspray genommen, ich habe Nagellack benutzt, ich habe so ganz dick Schminke drauf gehabt. Irgendwann ist mir so bewusst geworden, als ich auch mit der Rohkost angefangen habe, hey, halt mal, eigentlich überpinselst und übermalst du ja nur die Zeichen deines Körpers. Hallihallo und herzlich willkommen im Higher Health Podcast. Heute müsste ich eigentlich sagen im Higher Beauty Podcast, denn wir haben Miss Beauty Maria von More Raw Food hier zu Gast. Erstmal herzlich willkommen und welch Ehre, dass du da bist. Du wirkliche Schönheit, wie gut geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich so, so sehr auf unseren Austausch und kann es mir schlecht gehen, wenn ich mit dir im Podcast sein darf. Also ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total und ja, bin gespannt. Ja, super. Also Miss Beauty fällt mir so ein, auch wenn ich deine Homepage sehe. Ne? Du stehst ja für The Inner Glow, erwecke dein Strahlen von innen heraus und du bist aus meiner Sicht das beste Beispiel, wie man so lebendige Nahrung mit ganz vielen Greens, mit ganz vielen Fruits, also Früchten, mit ganz vielen Superfoods wirklich in die Ernährung integrieren kann und daraus von innen heraus strahlen kann, voller Power zu sein, voller auch in seiner Weiblichkeit zu sein, in seiner Mutterrolle zu sein und auch eine ganz, ganz krasse Immunkraft entwickeln kann. Und dafür bin ich froh, stolz und dankbar, dass du heute dein Wissen teilen magst und gerade auch speziell für Frauen oder allgemein Menschen, die einfach von innen heraus mehr strahlen wollen, ist diese Episode heute genau das Richtige. Aber weniger Worte von mir, mehr Worte von der hübscheren Seite heute hier. Erstmal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Und vielleicht magst du ein paar Worte über dich verlieren, liebe Maria. Ja, ganz lieben Dank, Christian. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich bin ja zur Rohkost gekommen, nicht weil ich dachte, so, ich mache jetzt mal Rohkost, sondern weil in meinem Körper einiges aus der Balance geraten war und ich da einfach angefangen habe hinzuschauen und wollte eben nicht mit so der Chemiekeule da rangehen, sondern mir war es immer irgendwie so ein inneres Gefühl, was in mir hochgekommen ist, das wirklich auf natürlichem Wege zu machen. Und da ich eher einen Reizdarm hatte, natürlich auch viele Mangelerscheinungen, was sich auch gezeigt hat in dünnem Haar, brüchigen Nägeln, unreine Haut. Und da hat einfach eine Kollegin, ich war auf einer Geschäftsreise, ich habe damals noch in einem großen Modeunternehmen gearbeitet und da hat sie so eine Zeitung gelesen, es ging um Rohkost, eine Detox-Kur und sie meinte so, ja, hat nicht jemand Lust, mit mir eine Woche zusammen zu machen? Und ich habe mir das dann durchgelesen und habe gesagt, ich bin hier all in, ich bin dabei, klingt gut, also Detox. Und aus diesen, wir haben eine lange Geschichte kurz zu machen, aus diesen dieser einen Woche sind dann 2 Wochen geworden und dann sind 3 Wochen daraus geworden und mittlerweile über 14 Jahre. Und ich bin also nie wieder zurückgegangen, weil ich habe das echt, ich bin den krassen Weg gegangen, all in, weißt du,
entweder oder. Und habe eben gemerkt, wie viel Energie ich habe und wie ich so mit jedem Bissen wieder von innen heraus aufblühe. Und genau, so bin ich dazu gekommen. Total spannend. Heute bist du Mama, Familienoberhaupt. Du bist eine erfolgreiche Geschäftsfrau mittlerweile ja auch. Das ist ja deine eigene, ja, wie soll ich sagen, deine eigene Lebensmittelmarke. Du bist da eine Koryphäe in YouTube, also deine Videos und deine Reels und was du alles machst, werden mir immer zuerst ausgespielt. Ist ja auch klar, ne? Wir haben sehr, sehr viel gemeinsam und das scheint ja schon auch ein, wie soll ich sagen, du hast Rohkost angesprochen, du hast diese natürliche Ernährung angesprochen, das scheint dir dann schon auch ein, ja, wie soll ich sagen, eine Gemeinsamkeit zu sein, denn ich fühle mich ähnlich wie du. Mir kommt es auch erstmal wichtiger vor, im Innen heraus alles aufzuräumen und dann kann das Außen auch richtig strahlen, anstatt dass ich von außen anfange, irgendwas zu tun, um dann mich innerlich auch schöner zu fühlen. Und das ist ja auch dein Motto, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise hilft dir und hat dir ja auch geholfen in deiner eigenen Transformationsreise, oder? Ja, ganz genau. Also ich bin ja auch dazu gekommen, weil ich ja dann den Wunsch hatte, auch Kinder zu kriegen und das angefangen hatte, dass ich dann eben die Pille abgesetzt habe und da ist halt nichts passiert. Also da kam meine Menstruation nicht zurück und dann habe ich eben geguckt, was kann ich da machen. Und dabei bin ich eben auch, habe eben so viele Sachen da eben auch getestet. Deswegen dachte ich so, Detox ist immer gut und vor allen Dingen auch, weil ich war auch sehr so drin in diesem Denken, in diesem Äußerlichen. Also ich habe immer die Lösung im Außen gesucht oder auch dieses Problem im Außen gesucht und immer geschaut, okay, ich habe dann Haarspray genommen. Also und ich habe wirklich viel genommen. Also ich habe bestimmt eine Flasche Haarspray in einer Woche genutzt, um die Haare dann eben aufzupuffen, damit es mehr aussieht. Ich habe Nagellack benutzt. Ich habe so ganz dick Schminke drauf gehabt und habe eigentlich, irgendwann ist mir so bewusst geworden, als ich auch mit der Rohkost angefangen habe, hey, halt mal, eigentlich überpinselst und übermalst du ja nur die Zeichen deines Körpers. Also das ist so ein bisschen so, ich will jetzt gar nicht mehr zuhören. Und dann, das ist mir dann so bewusst geworden. Und dann bin ich losgegangen und habe geschaut, ja, woran kann es jetzt liegen? Was kann der Grund sein? Und das war eben auch so, als ich das am eigenen Leib gespürt habe, war mir so klar, ich möchte das unbedingt teilen, weil was wir unserem Körper von innen heraus nicht geben, das kann der uns ja nicht wiedergeben. Also wenn wir die Nährstoffe nicht haben, die der Körper braucht, um starke Nägel zu bauen, um die Haare wachsen zu lassen, wie soll dann unser Körper das machen? Und dann einfach so zu sagen, so ich nehme jetzt mal ein fettes Make-up und dann ist alles gut, merkt schon keiner, ist ja letztendlich nicht die Lösung, weil ich habe auch gemerkt, da kommen ja Ängste. Könnte ja jemand merken, was mit mir los ist. Und damit wollte ich einfach auch gar nicht mehr leben. Und es fühlt sich einfach auch viel schöner an. Also diese Energie und dieses ja von innen heraus, diese Kraft zu spüren, das spürst du ja auch, wenn du dich auf eine gewisse Art und Weise ernährst. Und ich merke es ja auch, wenn ich mal eben, ich würde nicht sagen Cheating Day habe, aber mich anders ein bisschen, also mal Ausnahmen mache, dann merke ich auch, dass die Energie anders ist. Und das ist auch mal okay. Und das ist einfach auch so wichtig, den Frauen auch mitzugeben, so hol dir keine Haarextensions oder pack Nagellack drauf oder unechte Nägel, weil das macht's nur noch schlimmer, sondern geh wirklich an die Ursache ran und schau, welche Zeichen gibt dir dein Körper, welche Nährstoffe brauchst du wirklich, was fehlt dir aktuell, um diese dann aufzufüllen, um dann wieder mit so einer inneren Sicherheit, mit so einem Selbstbewusstsein durch die Welt zu gehen, in deine volle Weiblichkeit zu kommen, weil ich glaube, das ist auch das, was unsere Welt gerade braucht. Frauen, die in ihrer vollen Weiblichkeit stehen und die dann eben damit auch mit dieser weiblichen Energie dann eben auch so eine Familie eben führen können und Männer, die in ihrer vollen Männlichkeit sind. Und ich denke, dass Rohkost auf jeden Fall für mich der Weg war und ist, dorthin zu kommen. Also wir wollen ja diese Episode auch den tollen Frauen unter uns etwas mehr widmen und du hast ja schon angesprochen, Rohkost ist immer so ein Wort, was total oft in vielen, wie soll ich sagen,
Gehirnen, Gedanken eher negativ besetzt ist, so mit Verzicht besetzt ist, mit weniger Geschmack besetzt ist und vor allem eben auch mit Ängsten besetzt ist, dass man über die Rohkost quasi überhaupt nicht alles bekommt, was man braucht, gerade als Frau nicht und vor allem im Winter schwierig und so weiter. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie definierst du Rohkost? Ich glaube, dass du jetzt auch keine 100% Rohköstlerin bist und ab und zu schon eben auch Dinge erwärmst. Aber was ist denn für dich, was bedeutet denn für dich Rohkost? Und wenn ich dich so anschaue und wenn du mir erzählst, dass du weder Make-up benutzt, also wenn ich das richtig verstanden habe, noch irgendwie deine Haare aufpimpst mittlerweile oder verlängerst. Ich meine, du siehst ja absolut fantastisch aus, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass du 20 bist, weil ich weiß, dass du Kinder hast, sonst würde ich das fast vermuten. Aber das wünscht sich ja quasi jede Frau, vor allem jede Frau jenseits 30. Schaffst du das dann quasi mit Rohkost? Kannst du da den Menschen ein bisschen die Angst nehmen vielleicht auch? Ja, das ist eine super spannende Frage und die kommt tatsächlich auch von vielen Menschen, die neu in der Rohkost sind, die dann so sagen, ja, aber wo kriegst du denn deine Nährstoffe her? Und das Interessante ist, dass wir dieses Denken, dass unsere Nahrung gekocht werden müsste, so tief in uns verankert haben. Wenn wir aber in die Natur schauen, wir sind die einzige Spezies, die einzige, die ihre Lebensmittel erwärmen, die Proteine verändern, die Nährstoffe denaturieren. Und das ist nicht natürlich und es ist auch kein Zufall, dass wir die einzige Spezies sind auf diesem Planeten, glaube ich, der so schlecht geht und die struggelt, weil wir eben uns immer weiter von der Natur entfernen. Und das ist so, wir durch dieses Erwärmen, dadurch zerstören wir teilweise die Nährstoffe komplett. Also wir können schauen, bei Vitamin C über 40, 42 Grad verfällt es, genau wie mit Folsäure, was so wichtig ist für Frauen, schwanger zu werden. Und auch die Proteine verändern sich. Und man denkt immer so, ja, Rohkost. Aber wenn wir in unseren eigenen Körper schauen, der kann auch nicht über 42 Grad gehen. Das geht nicht. Da sagt er dann auch, Ende im Gelände, aus die Maus, nichts geht mehr. Ich denke mal, vielleicht ganz wichtig, die Enzyme, die keiner auf dem Radar hat und die ja gerade über unverarbeitete Lebensmittel zu uns kommen oder wenn wir uns in der Natur bewegen, die haben wir heute fast gar nicht mehr. Ne? Und diese Enzyme, muss ich vorstellen, sind an jeder Zelle, an jedem Zellvorgang beteiligt. Und sind eine essentielle Voraussetzung und viele kennen Enzyme überhaupt nur über irgendein Nahrungsergänzungsmittel, um quasi zum Beispiel Proteine besser zu verstoffwechseln. Aber Enzyme sind quasi so die Nährstoff- und Energiepower schlechthin und die hast du eigentlich nur über Rohkost. Also sprich, wenn jemand überlegt, rohköstlich sich zu ernähren, beziehungsweise einen höheren Rohkostanteil zu integrieren, was ja schon mal super ist, dann alleine schon deshalb, weil gerade für Frauen und ein richtiges Strahlen, eine saubere Haut und so weiter, da sind einfach diese Enzyme unter anderem neben den ganzen Nährstoffen, neben den ganzen Vitaminen und so weiter einfach essentiell, ne? Ja, ganz genau. Also das ist auch gut, dass du das ansprichst. Und das alles bekommen wir nicht, wenn wir unsere Nahrung erhitzen und erwärmen. Und das geht uns verloren. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Dass die Sache ist also, wenn du dich anfängst, rohköstlich zu ernähren, dann bekommst du mehr davon und nicht weniger. Und das sehen viele nicht. Du bekommst Antioxidantien, du bekommst Proteine in ihrer reinen Form, wie dein Körper sie optimal aufnehmen kann. Und natürlich, du kannst auch wieder anfangen, deinen Darm wieder in die Balance zu bringen, weil das ist auch ganz wichtig, was auch mehr und mehr jetzt hochkommt, was mehr und mehr an Bewusstheit auch gewinnt. Das eigentlich liegt unser Immunsystem im Darm, weil was nützt es dir auch, wenn du viele Nährstoffe oben reingibst, wenn dein Körper die gar nicht mehr richtig aufnehmen kann? Und das kann er auch wieder nur, wenn eben ein gesundes Darmmilieu, ein gesundes Mikrobiom da ist. Und das bekommst du ganz automatisch mit Rohkost. Und das Tolle an der Rohkost ist, weil viele immer denken, es ist so viel Verzicht. Also ich habe noch nie so viel essen können wie mit der Rohkost, weil einfach
ja, man kann einfach viel mehr essen, weil da irgendwie gefühlt weniger Kalorien drin sind und mehr Ballaststoffe. So, also der Körper muss mit der Verdauung schon ein bisschen arbeiten. Und aber trotzdem, ja, ich meine, wer liebt es nicht zu essen? Also ich finde es auf jeden Fall toll. Und das ist so, für mich war das früher immer, nee, das darfst du nicht und dies hier solltest du verzichten, da musst du drauf achten. Und jetzt kann ich einfach das essen, wonach mir ist, wonach mein Körper verlangt. Ich höre diese Zeichen meines Körpers und kann darauf dann eben eingehen. Ja, finde ich spannend. Und du hast ja auch ganz, ganz tolle Sachen bei dir, die du ja auch mit der Zeit entwickelt hast, mit deiner ganzen Erfahrung, mit deiner ganzen Liebe, mit deiner ganzen, ja, auch Coaching-Erfahrung, die du gemacht hast. Und dort gibt es ja dann eben auch schon mal Möglichkeiten für Menschen, gerade für Frauen, die jetzt nicht sofort irgendwie umsteigen wollen, Angst haben und so weiter oder einfach noch mehr Rohkost in ihre Ernährung integrieren wollen, dass sie dann quasi eben auch über gezielte Superfoods, Superlebensmittel und das eine oder andere positive Pülverchen, nenne ich es jetzt mal, wie zum Beispiel Urweizengrassaft und viele andere, dann quasi mehr von diesen Enzymen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen, ne, und so weiter in ihre Ernährung mit integrieren können. Und viele kennen leider nur solche Sachen wie Gerstengras, weil sie mal gehört haben, dass es quasi Haut, Haare, Nägel optimiert. Wobei da es dann natürlich noch viel mehr und effektivere Varianten gibt. Und du hast es ja auch angesprochen. Also jeder, der sich dafür interessiert, einfach mal Link in den Shownotes klicken. Da habe ich das natürlich auch verlinkt. Du hast ja angesprochen, Frauen wollen schwanger werden, gegebenenfalls haben einen Kinderwunsch oder haben vielleicht Hautprobleme. Die Liste ist unendlich. Gib uns doch mal ein bisschen einen Einblick in dein Leben. Ich meine, klar, du hast einen ausführlichen YouTube-Kanal und hast total viele What I Eat in a Day Videos. Nur vielleicht magst du uns mal einen kleinen Einblick geben. Wie sieht so dein Lieblingstag aus, was die Ernährung angeht und wo du den Menschen wirklich auch Lust machen kannst und sagen kannst, hey, okay, das kannst du alles essen in der Menge, in dem richtigen Geschmack, sodass man da mal ein bisschen Feeling bekommt. Ja, sehr gerne. Also mein Tag beginnt ja jeden Morgen mit viel klarem, reinen Wasser. Also das ist schon mal der erste Beauty-Tipp. Der klingt immer so einfach und abgedroschen, aber es ist wirklich so, so wichtig, weil unser Körper braucht wirklich sauberes, klares Wasser, um diese ganzen Giftstoffe, denen wir tagtäglich auch ausgesetzt sind, durch die Kleidung, durch Abgase, je nachdem, wo wir uns befinden, durch die ganzen Pestizide und so, die ja auch genutzt werden oder auch durch Kosmetika oder Duschbad oder was man nun auch immer benutzt. Da erstmal trinke ich viel Wasser. Ich mag auch gerne Tees. Das ist jetzt, Tee klingt jetzt nicht nach Rohkost, ist es auch nicht, mag ich aber trotzdem, vor allen Dingen auch so Bittertee oder Brennnesseltee. Und das mache ich ungefähr so bis 12, 13 Uhr. Da helfe ich meinem Körper wirklich zu entgiften und noch auszuleiten. Und dann fange ich an mit, ich nenne das mein Green Elixir Drink, das heißt, das ist Kokoswasser mit dem Evocio Spirit, dem Urweizengrassaft, ein ganz hochwertigem, eben auch aus Rohkost. Und das mixe ich mir einfach innerhalb von 30 Sekunden zusammen und mit so einem Milchaufschäumer und dann trinke ich das erstmal, weil erstens gibt mir das einen basischen Start in den Tag für den Körper, der hat erstmal viele Proteine, viel Chlorophyll, sehr viele Nährstoffe und wirkt damit wirklich sozusagen Heißhunger entgegen. Weil Heißhunger ist ja nur ein liebevolles Zeichen unseres Körpers, dass irgendetwas fehlt und wir dürfen nur hinschauen und gucken, was fehlt denn da jetzt genau. Und dann liebe ich grüne Smoothies, den mache ich mir fast jeden Morgen und dann nasche ich auch gerne. Balance muss sein. Ich nasche sehr gerne und mache mir dann super gerne so, ich habe eigentlich immer was im Kühlschrank, also entweder so Bärentörtchen oder so Bällchen aus Datteln, Trockenfrüchten, vielleicht ein bisschen Braunhirse, gekeimte Braunhirse mit drin. Und das nasche ich dann mit Kakao natürlich. Kakao ist auch ganz, ganz wichtig. Gerne auch in Rohkostqualität, also in Rohkakao, weil da sind ganz viele Stoffe drin, die wir Frauen vor allen Dingen in der Phase vor unserer Menstruation brauchen, denn nicht umsonst kriegen wir diesen Hieber auf Schokolade, auf was Süßes, weil wir da erstens mehr Energie brauchen und zweitens sind in Kakao viele Nährstoffe drin, so wie Kupfer, was wir jetzt
vermehrt vor unserer Menstruation brauchen. Deswegen ist es ein richtiges und gutes Zeichen unseres Körpers, den wir liebevoll annehmen können und mit leckeren Rohkostbällchen erfüllen oder befriedigen können. Und abends gibt es bei mir dann meistens, das klingt jetzt eher langweilig, also so ein Rohkostsalat, ist aber nicht immer ein Salat. Ich liebe Dressings, weil Dressings helfen, mehr Gemüse zu essen. Und das kann sein, ich vielleicht auch mal Zucchini-Nudeln oder ich mache mir auch rohköstliche Pizza, also den Pizzabohnen, den mache ich aus Hafer, also Nackthafer, Maulbeeren und Apfel. Geht auch super schnell gemacht. Also es gibt, ich mache mir leckere Wraps, man kann Nori-Blätter nehmen und da Gemüse einrollen und dann so in leckeres Dressing dippen. Das ist so, abends esse ich dann eher so meine Fette, weil ich gemerkt habe, Fette machen mich auch so ein bisschen müde und bringen mich so gut runter, sodass ich gut in den Schlaf komme. Und dann bin ich auch mega zufrieden. Manchmal esse ich vielleicht noch ein paar Cracker oder mache mir auch ein Rohkostbrot. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich brauche eigentlich auf gar nichts verzichten. Es gibt so eine Vielfalt und um auch ganz transparent zu sein, also im Winter integriere ich auch, also hauptsächlich im Winter, wenn ich auch mal Lust habe auf ein bisschen sowas Wärmeres, dann integriere ich auch Hülsenfrüchte. Die esse ich auch in gekeimter Form, aber noch lieber esse ich sie gedünstet, weil die enthalten super viele Nährstoffe und sind auch eine tolle Quelle für Proteine. Und genau. Ja, finde ich klasse, auch was du alles erzählst. Da habe ich ja natürlich jetzt auch wieder direkt Hunger bekommen. Wir haben 12 Uhr, wo wir das aufzeichnen. Schlechte Zeit, beziehungsweise gute Zeit, um, wie du es ja auch machst, dann die erste Mahlzeit zu sich zu nehmen. Das Verdauungsfeuer ist laut biologischer Uhr da eben auch mit am höchsten. Und das sollten wir natürlich eben auch nutzen. Ne? Also wir kommen noch auf das Thema Frauen und Fasten oder auch Intervallfasten. Das hat ja auch viele Implikationen auf die Hormone etc. Da bin ich gespannt, wie du damit klarkommst, beziehungsweise was du auch Schwangeren rätst. Nur, ich sag mal so, du hast ja da eben auch jetzt anscheinend keine spezielle Ernährungsrichtung. Also bedeutet, du integrierst Hülsenfrüchte, finde ich sehr, sehr geil, weil wir wissen, dass alle Blue Zones, also alle früheren Langlebigkeitszonen, Hülsenfrüchte als Gemeinsamkeit in ihrer Ernährung haben. Und warum hat zum Beispiel die Oma früher den Kartoffelsalat immer schon 1 bis 2 Tage früher angesetzt, bevor er gegessen wird? Der wird nämlich dann abgekühlt und damit entsteht resistente Stärke. Und die haben wir auch brutal viel in Hülsenfrüchten. Bedeutet, dass Hülsenfrüchte eines der besten Präbiotika sind, also bestes Futter für unsere Darmbakterien, die lieben. Und guess what? Du musst gar nicht viele probiotischen Nahrungsergänzungsmittel für Hunderte von Euro einnehmen, sondern du musst ja eigentlich oder du darfst eigentlich nur die richtigen füttern. Dann vermehren die sich nämlich viel, viel mehr. Und das hast du total richtig gesagt, liebe Maria, dass gerade mit Hülsenfrüchten und die können auch gerne mal gekocht werden oder eben gekeimt werden, dass die sehr, sehr vielen Antinährstoffe rausgehen, dass damit einfach ein tolles probiotisches Lebensmittel entsteht. Und dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, ne? Wenn du ein bisschen Rohkost oder ein bisschen viel Rohkost implementierst, wenn du gegebenenfalls das ein oder andere coole Supplement implementierst, wie du mit deinem grünen Saft, ne? Dass du da Urweizengras-Saftpulver und Dinkelgras und Gerstengras und so weiter mit implementierst, dann hast du so viel Chlorophyll, so viel Nährstoffpower. Und dann musst du jetzt nicht unbedingt Low Carb, Ketogen, High Carb, was weiß ich, gehen, sondern du kannst das so machen, wie du es möchtest. Aber du hast die Basis sehr, sehr gut abgedeckt und dann schaust du für dich, was bist du für ein Körpertyp, was hast du für Vorlieben? Vor allem eben auch, was ist dein Umfeld? Wo lebst du? Ich kann mich doch jetzt nicht vergleichen mit jemand, der in Bali lebt, das ganze Jahr lang über Sommer hat und die besten Früchte vor der Haustüre hat.
da kann ich mich doch nicht genauso ernähren hier in den nördlichen Breitengraden, wo wir 4 Jahreszeiten haben, wo wir extreme Kälte eben auch haben. Und das wird leider oft in einen Topf geschmissen. Und deshalb finde ich das toll, dass du da eben auch so ein bisschen die Angst vor Rohkost nimmst, weil im Winter muss es aus meiner Sicht auch gar nicht sein, wenn du einen gesunden Darm hast, dass du da brutal nur Rohkost machst. Also das kann sogar kontraproduktiv sein. Ne? Ja. Und daher gleich die Frage, wann siehst du nur Rohkost als kontraproduktiv, vor allem eben auch, wann siehst du vor allem auch Fasten für Frauen speziell als kontraproduktiv in deiner Erfahrung? Ja, das ist eine super Frage. Also ich finde es auch so toll, dass du eben diese Hülsenfrüchte auch so mit anpreist. Ich habe da neulich auch einen tollen Vortrag von dir gesehen. Also da habe ich auch so gedacht, wow, so toll. Und ich finde, dass 100% Rohkost oder auch Fasten dann kontraproduktiv ist, wenn du selber merkst, es löst in dir Stress aus. Weil eine gesunde Ernährung ist nicht gesund, wenn sie dich selber stresst. Wenn du dir morgens schon denkst, oh Gott, wie soll ich denn das alles zubereiten? Das schaffe ich nicht, aber ich muss. Das ist dein Warnzeichen zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück. Weil dieser Stress, was passiert da? Stress ist ein absoluter, meist unterschätzter Nährstoffräuber, den wir haben in unserer Gesellschaft. Und es gibt schon so viel, worum wir uns zu kümmern haben und was wir wuppen müssen oder wollen. Aber wir müssen uns dann nicht noch selber Stress machen mit dem Thema Ernährung, sondern geh jeden Morgen los mit der Einstellung, ich mache es heute so gut, wie es eben möglich ist. Und wenn das 50% Rohkost sind, ist das gut. Und wenn es 80% Rohkost ist, ist es auch gut. Und wenn es mal einen Tag nur 20% ist, ist es auch gut. Solange, wie es dir damit gut geht. Ich will da nur kurz einen Satz ergänzen, weil das total wichtig ist. Es ist ja immer auch alles ein Prozess. Ne? Also das Baby wird geboren und ist ja auch nicht gleich erwachsen. Und deshalb ist es so wichtig, wie du sagst, sich keinen Stress zu machen. Der Körper adaptiert sich sowieso. Also wenn mir vor 5 Jahren jemand gesagt hat, hey, ich esse dann irgendwann mal eine Schüssel, da ist Chlorella drin, da ist Spirulina drin, da ist dann, weiß ich nicht, Kakaopulver drin in Rohkostqualität und das nehme ich mir und löffel das wie andere irgendwie Chips, ja, dann hätte ich gesagt, hast du sie noch alle? Aber das ist sowas, wo ich jetzt heute sage, hey, da habe ich mich hinentwickelt und mein Körper möchte nichts mehr anderes. Ich möchte keine Chips essen, ja, mir wird schon schlecht, wenn ich sie angucke. Klar mag ich das riechen und letztens hat ein Freund von mir eben auch angefangen, so Dönerfleisch vom Türken nebenan zu holen. Ich will das gar nicht bewerten. Und klar hat mir das hat voll das, wie soll ich sagen, Verlangen ausgelöst. Aber eigentlich will das mein Körper nicht. Wir werden nur heutzutage so oft verführt. Ne, du gehst irgendwo durch einen Bahnhof und siehst 5 Läden, wo alles voll ist in der Auslage mit Schokocroissants und weißen Brötchen und so weiter. Aber, und das ist das, was ich meine. Schau und als kleine Ergänzung zu dem Tollen, was du sagst, schau, dass du deinen Weg findest, so wie du es passend findest, vermeide Dinge, die dich, vermeide den Teufel, ja, geh nicht in das Paradies, wo der Apfelbaum steht, jetzt auf Adam und Maria oder die ersten Menschen zu kommen, weil wenn du ständig die Süßigkeiten in der Schublade hast, dann denkst du auch dran und dann werden sie dir ständig präsentiert. Also das kannst du avoiden. Und dann gehst du quasi Stück für Stück und machst dir leckere Sachen wie in deinem YouTube-Kanal und dann wird das was. Ne? Ja, das ist auch so schön, dass du das sagst mit dem Schritt für Schritt, weil den Fehler, den habe ich auch am Anfang gemacht, dass ich bin all in gegangen und ich habe dann so gedacht, nichts Gekochtes darf mehr in meinen Mund und ich habe mich selber in eine Art Gefängnis gesetzt, wo ich so dachte, es stresst mich, es setzt mich so dermaßen unter Druck, weil ich so gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt Freunde treffe, was mache ich dann? Wie gehe ich mit denen essen? Geht ja gar nicht mehr. Und das war auch nicht gesund, das ist auch nicht gesund, sondern wir Menschen, wir sind ja nicht nur die Ernährung, da ist noch so viel mit dabei und dann dürfen wir auch schauen und gucken, wie du sagst, so ein Döner oder auch so, wenn man am Bäcker vorbeigeht,
klar riecht das lecker. Ich finde auch den Geruch von frisch gemahlenem Kaffee mag ich auch total. Aber es ist das beim Essen ist es auch so, da sind auch so viele Kindheitserinnerungen dran geknüpft, die uns so ein warmes, wohliges Gefühl geben. Und das gilt es dann auch zu durchschauen und zu gucken, will ich das jetzt wirklich oder sehne ich mich nach diesem Gefühl, was mir dieser Geruch gibt? Ja, also das sind auch nochmal zwei so Sachen. Und das genau da wirklich hinzugucken, also es Schritt für Schritt zu machen, genau wie du sagst, wie Kinder laufen lernen, wie Kinder sich entwickeln und zu Erwachsenen werden. Genauso dürfen wir einfach unsere Ernährung auf eine spielerische Art und Weise entdecken und auch so zu schauen. Du hattest vorhin erwähnt, dass es ja, es gibt so Keto und High Carb und Low Carb und das alles. Und ich habe es auch alles durchgetestet und finde es auch total spannend. Und ich kann gar nicht sagen, welches ich für mich wähle, weil einen Tag ist mir danach und am nächsten Tag ist mir danach. Und ich nehme mir aus jedem das, was sich für mich selber gut anfühlt. Und das möchte ich allen wirklich mitgeben, einfach zu schauen und zu gucken, weil es gibt nicht dieses eine Perfekte, es gibt nicht diesen einen perfekten Apfel in der Natur. Es gibt ganz viele Sorten und wir müssen uns gar nicht entscheiden. Wir dürfen heute den essen und morgen den und übermorgen den. Wir müssen uns ja gar nicht entscheiden. Also warum sollen wir uns da limitieren und reinbringen, sondern wir dürfen da wirklich in die Fülle gehen und in die Leichtigkeit und alles mitnehmen, was uns gut tut und alles andere einfach auf dem Weg liegen lassen. Und dann fragtest du auch noch mit dem Fasten für Frauen, genau. Das ist also vor allen Dingen Frauen, die gerne schwanger werden möchten. Fasten ist sehr gesund und es ist, um den Körper zu reinigen, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Wenn ich jetzt zum Ziel habe, schwanger zu werden, weil was beim Fasten passiert, wir setzen unseren Körper in einmal eine Heilungsphase natürlich, aber auch unbewusst in eine Dürrephase. Also der Körper, dem wird suggeriert, es gibt jetzt hier nichts, es ist Dürre. Und in einer Dürrephase geht der Körper nicht in diesen Modus, jetzt ist eine Dürre, die besten Voraussetzungen, Kind zu kriegen. Nein, die beste Voraussetzung, Kind zu kriegen, ist in der Fülle, ist im Frühling, weil alles erblüht und dann man weiß, okay, bald ist Erntezeit und da gibt's die absolute Fülle. Und wenn du in deiner Fülle bist, dann bist du auch fruchtbar und bereit. Deswegen würde ich, wenn ich in dieser Phase bin, dass ich gerne ein Kind haben möchte, dass ich den Kinderwunsch habe, dann wirklich dahin zu gehen, um auf diese Sachen zu verzichten. Wenn ich jetzt schon da bin, ich habe Kinder, ich habe den Kinderwunsch abgeschlossen oder ich möchte meinen Körper einfach mal reinigen, ich stille nicht mehr, dann finde ich Fasten sehr, sehr heilsam. Am besten dieses Wasser- oder Teefasten, dieses Heilfasten, vielleicht auch ein bisschen Brühe. Das finde ich richtig, richtig toll, um da dem Körper die Möglichkeit, die Voraussetzung zu geben, sich selber wieder zu heilen, sich selber zu unterstützen. Und dann kann ich auch schauen, möchte ich dann mit dem Intervallfasten weitermachen, weil ich merke, es tut mir gut. Weil ich selber praktiziere ja auch dieses Intervallfasten, anfangs auch wieder so strikt, und jetzt nie, die 16 Stunden sind jetzt noch nicht um, jetzt darf ich noch nichts essen, sondern ich würde es da auch anpassen an den eigenen Zyklus, an den Kreislauf, weil ganz ehrlich, wenn ich kurz davor bin, eine Menstruation zu bekommen, dann habe ich früher Hunger als nach 16 Stunden und dann gönne ich mir das, weil ich merke, mein Körper braucht mehr. Und dann habe ich wieder in so einer Phase kurz vor meinem Eisprung, wo ich merke, du, ich muss gar nicht nur 16 Stunden fasten, ich kann auch 20 oder 24 Stunden fasten und mir geht's gut damit, dann mache ich das. Also es ist keine strikte Regel mehr, sondern es ist so ein Fluss mit dem Körper, mit den Voraussetzungen, mit den Bedürfnissen des Körpers angepasst. Ja, schön, dass du sagst, ich kann es in anderen Worten zusammenfassen, nämlich Flexibilität. Flexibel sein ist in der Natur sehr, sehr wichtig und dementsprechend auch für uns Menschen. Deshalb sind manche Regeln, die wir uns auferlegen, auf jeden Fall sinnvoll, weil sie geben uns eine gewisse Richtung vor. Wenn wir aber ein Dogma draus machen, dann könnte es in Stress ausarten, weil es geht mir genauso wie dir. Ich habe zwar schon auch immer so den Anspruch, 18 bis 20 Stunden am Tag zu fasten. Jetzt mal das Fastenbeispiel. Du kannst es natürlich auf jede andere Situation auch umlegen. Und manchmal ist es so, dann habe ich zum Beispiel ein Kaloriendefizit die letzten 3-4 Tage gehabt und dann fällt mir
20 Stunden oder 18 Stunden Fasten extrem schwer, vor allem wenn ich dann auch noch Sport mache und bevor ich mich dann stundenlang mit extremem Hunger und Aufmerksamkeitsstörungen, nenne ich es jetzt mal, da durchkämpfe, macht es einfach viel mehr Sinn, mal was zu essen und diese ganz krasse, strikte Regel beiseite zu lassen, weil wie du es richtig sagst, liebe Maria, wenn das erzeugt ja mega viel Stress. Also diese Stunden des Fasten dann noch durchzuziehen, erzeugt super viel Stress und das haben wir oft nicht in der Kalkulation mit drin, dass dieser Stress den Vorteil des länger Fastens auffrisst oder sogar ins Negative verschiebt. Und das ist extrem wichtig, dass wir auch da holistisch denken und quasi auf jeden Fall unseren Ziel setzen, einen hohen Anspruch an uns selber haben dürfen und gleichzeitig auch, wie du es nennst, sich was zu gönnen, beziehungsweise mal von einer strikten Regel Abstand zu nehmen, um dafür noch mehr rauszuholen. Ja? Und es ist so ganz, ganz wunderbar zusammengefasst. Vielen lieben Dank dafür. Und was würdest du denn gerade Frauen empfehlen, die Kinder haben? Du hast ja selbst, du bist ja selbst Mama, ich glaube von 2 Kindern, richtig? Mhm, genau. Du bist selbst Mama und ich denke, du hast da selbst eben auch die eine oder andere Herausforderung, wie ich auch, erlebt, was Kinderernährung angeht. Jetzt haben wir festgestellt, wie kann man sich gut als Erwachsener ernähren, dass man sich selber im Griff hat, dass er selber gesund ist, dass man sich selber das toll vorleben kann. Das ist ja schon mal Grundvoraussetzung Nummer 1 für Kinder, weil sie schauen sich schon sehr viel ab, obwohl sie dann manchmal das Gegenteil machen. Und wie würdest du sagen, geht eine super tolle Kinderernährung, die undogmatisch ist, die den Kindern ihre Freiräume lässt, wo wir aber dennoch als Eltern ein gutes Gewissen haben können, wir versorgen unsere Kinder. Ja, also erstmal an alle Mütter und Väter da draußen, ihr seid die Helden der Nation, weil das ist so eine riesen Herausforderung und ich fühle mich da auch manchmal überfordert und denke so, oh Gott, wo ist hier der Ausknopf? Wie kann ich hier, wo drückt man hier auf Pause? Also das ist schon ein never-ending process und deswegen also erstmal ganz viel Liebe und positive Vibes an euch. Mit Kindern, das ist natürlich eine Herausforderung, wie du sagst. Und da wirklich, ich inspiriere mich, da lass mich da einfach von den Kindern inspirieren, das auf eine spielerische Art und Weise zu machen. Denn oftmals ist das so, wir nehmen uns vor, dass unsere Kinder jetzt sich gesund ernähren sollen und die Kinder sind da gar nicht mit an Bord, ja. Und daran dürfen wir denken. Und Kinder, die machen nichts gerne mit Druck, sondern einfach die mit einzuladen, das auf eine spielerische Art und Weise zu machen. Also eine Gurke umzuformen zu einem Krokodil, indem man hinten, also oben so ein bisschen Mandeln reingibt und vorne so 2 Augen aus Oliven oder so, dann ist so eine Gurke auf einmal viel interessanter, weil das ja ein Krokodil ist und keine Gurke. Oder eben wirklich so die unterschiedlichen Farben anzubieten, also viel Variation. Und damit anfangen, wirklich die Lieblingsobst, das Lieblingsgemüse immer wieder zu kaufen, immer wieder zu geben. Wenn es das ist, was das Kind jetzt gerade haben möchte, einfach geben. Und da einfach weiterzumachen und anzusetzen. Und dann einfach, also für meistens sind es die Mütter, die dann den Impuls haben, sie wollen sich gesünder ernähren und das auch den Kindern mitgeben. Das Beste ist wirklich, es vorzuleben. Und manchmal ist es so, also es klingt so, aber das ist wirklich so, weil die Kinder sehen, das sind wie Schwämmer. Das ist so, Mama, ich höre gar nicht, was du sagst, weil deine Taten so laut sprechen. Und genauso ist das. Wenn wir also da hingehen diesen so einen leckeren, frischen Saft trinken, dann sind Kinder interessiert und wollen mal kosten. Oder wenn du leckere Süßigkeiten aus Datteln und Rohkakao und vielleicht Superfoods oder Getrockenfrüchte machst, dann sind Kinder da interessiert und wollen da auch mal kosten.
Und das wirklich dann spielerisch zu machen. Vielleicht, wenn man einen Tierpark spielt, dann die Tiere zu füttern mit kleinen Gurkensnacks oder kleinen Tomaten. Und dann sind die so, oh, was essen denn die Tiere da? Das will ich ja auch mal kosten. So, da gehen so mäkelige Kinder, gehen da hin. Oder dann macht man eben eine Box mit einer frischen Mango oder Banane oder Apfel oder Beeren, was man auch gerade hat. Und dann füttert man eben das Hündchen damit. Und dann sind es die Leckerlis von dem Hündchen. Also so spielerisch mit dieser Kreativität von Kindern einfach damit reingehen, reintauchen in diese Welt. Das holt uns erstens ins Jetzt und Hier und gibt uns so eine Pause von unserer ganzen ewig langen To-Do, die wir so oftmals in unserem Kopf haben. Und wir kriegen die Kinder dazu, eben wirklich mehr Farbe und mehr Nährstoffe in ihr Leben zu integrieren. Und was bei mir auch geholfen hat, bei meinen Kindern, ist tatsächlich auch darüber aufzuklären und mit denen auf eine spielerische Art und Weise darüber zu reden, so, das gibt dir ganz viel Kraft. Ganz viele Dinos, die haben sich, ernähren sich wirklich nur von Pflanzen. Und Elefanten, die sind so stark, weil die so viele grüne Blätter essen und so. Und dann schaut man sich das mit denen zusammen an und dann sehen die das und dann sind die da inspiriert und dann wollen die das auch. Und dann, ja, also einfach so auf die Art und Weise in ihre Welt eintauchen und immer mit dem Motto, alles kann und nichts muss. Ja, super cool. Ich denke, wir dürfen da eben auch noch hinzufügen, dass wir immer davon ausgehen, dass sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder ein gesundes Mikrobiom haben, ne? Der Darm gut funktioniert, denn es gibt ja viele da draußen, du hast angesprochen ja auch, du hast ja auch Reizdarm gehabt, ne? Es gibt viele mit sehr, sehr vielen Intoleranzen, Histamin und dann haben sehr viele gehört, da sind Lektine in den Pflanzen, sind die nicht gut? Und klar, wer dann eben auch einen löchrigen Darm hat, Stichwort Leaky Gut, und bei Menschen mit Problemen, Autoimmunkrankheiten oder vielen Allergien trifft das von bei 9 von 10 wahrscheinlich zu, dass sie einen Leaky Gut haben. Und das sind dann alles quasi Indikatoren dafür, dass wir erstmal den Darm aufräumen dürfen, ne? Und leider ist es bei Kindern eben auch sehr, sehr oft so. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, so viel Gesundes zu uns zu nehmen. Das heißt, wir dürfen da erstmal ansetzen und wirklich, du hast richtig angesprochen, liebe Maria, die Gesundheit liegt im Darm, da eben aufzuräumen. Und dann können wir uns an diese Themen eben auch richten, weil dann sind wir offener, dann sind die Kinder offener und dann möchte unser System eben auch solche tollen Lebensmittel und nicht nur Nahrungsmittel. Weil wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann giert es uns mehr nach sogenannten Nahrungsmitteln, nach verarbeiteten Sachen, weil sie sind einfacher zu verdauen in der Regel, aber sie hinterlassen eben auch noch mehr Schmutz, nenne ich es jetzt mal, und schädigen eigentlich noch mehr. Und was sind denn da vielleicht gerade auch für Frauen, die ja von innen heraus strahlen wollen und dafür der Darm ja extrem wichtig ist, weil nur als kleines Beispiel, wenn ich viele Hautprobleme habe und die versuche mit Make-up zu übertünchen, dann ist ja unser Darm eigentlich das Problem unter anderem, ne? Was sind deine Erfahrungen mit, du hast Reizdarm gehabt, vielleicht magst du da deine Story mal so ein bisschen teilen, wie du heute zu einem gesunden Darm gekommen bist. Ja, also danke für die Frage, Christian, weil tatsächlich, ich bin ja zur Rohkost gekommen und ich habe so dieses Thema so Darmsanierung, Darmreinigung immer so ein bisschen belächelt, weil ich dachte so, ja, mit Rohkost reguliert sich das alles selber und es ist auch irgendwann so, dass es sich reguliert, aber es ist halt ein ewig langer Weg und ich kann mir diesen Weg viel, viel mehr verkürzen, wenn ich bei meinem Darm anfange und wirklich erstmal meinem Darm helfe, da das Mikrobiom wieder herzustellen. Weil was viele auch nicht wissen, ist, dass wenn du jetzt mal so reinhörst und manchmal so denkst, boah, ich habe Appetit, aber das bin eigentlich gar nicht ich, fühle mich wie fremdgesteuert, ja, was ja Frauen teilweise auch haben oder ich auch früher hatte. Und das ist, weil die falschen Bakterien im Darm Überhand gewonnen haben und die wollen Zucker und Fette und das lassen die dich spüren, egal wie, die holen sich das. Und da gilt es wirklich einmal aufzuräumen und das Mikrobiom wieder in Balance zu bringen. Was super effektiv ist, ist natürlich wirklich zu fasten, einmal auszulernen und dann mit effektiven Mikroorganismen dort zu unterstützen. Ich habe da tatsächlich 2 ganz tolle Produkte auch, die ich da auch, wenn man dieses fastet oder auch ohne Fasten eben da nehmen kann. Das sind effektive Mikroorganismen, es sind
auch einjährig fermentierte Wild- und Bitterkräuter und die dann wirklich unserem Darm zu geben, um das Mikrobiom wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, um dann hinterher nach diesem Fasten mit einer guten, gesunden Ernährung zu starten, die mehr in der Balance ist und die dann auch die guten Darmbakterien füttert. Weil wenn wir dieses Mikrobiom im Gleichgewicht haben, dann werden wir auch spüren, dass wir nicht mehr dieses fremdgesteuerte Appetit auf fettig und süß haben, weil das ist so ein Zeichen vom Darm. Und da eben wirklich hinzuschauen. Also effektive Mikroorganismen, das ist so ein Tipp, wo ich hingehen würde und wirklich mal eine Darmkur zu machen oder aber zu fasten, um da mal aufzuräumen. Das finde ich super effektiv. Weil ja, und natürlich viel trinken. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ich denke mal, ein guter Wasserfilter macht auf jeden Fall Sinn. Du bist ja aber auch ein großer Fan von Kokoswasser. Ne? Mischst dein Ur-Weizengrassaftpulver mit Kokoswasser, ist auch richtig, richtig cool. Und so wie du es machst, mache ich es übrigens öfter auch, so im Mixer. Dann entsteht so ein schöner Schaum und ich liebe den Schaum eben auch mega krass zu löffeln. Mhm. Also es ist ein absoluter Traum. Ich nehme dann öfter noch so ein Ketonpulver mit dazu. Das ist also Ketone, Beta-Hydroxybutyrat, wieder von unserer Leber produziert. Und das hilft unserem Körper quasi die Aufräumprozesse zu unterstützen, die Zellteilung, die Autophagie zu erhöhen. Wir kommen damit automatisch in den Fettstoffwechsel, in die sogenannte Ketose, die wir auch beim Fasten haben. Und damit sind wir haben mehr Fokus, wir haben mehr Power, wir haben weniger Hunger. Und dieses Ketonpulver schmeckt nach Swiss Kakao, also nach wirklich guter Schokolade. Ne? Die haben da Erythrit mit drin, also das ein bisschen süßlich schmeckt, und Rohkostschokolade. Und das mische ich da mit rein. Und dann schmeckt das auch nicht mehr so krass, nur nach Gras sozusagen. Also ich liebe den Geschmack, aber ich mag es noch mehr quasi mit diesem Kakao gemischt. Und es ist ein Traum, ne? Das dann zu löffeln, ist das beste Dessert, was ich mir vorstellen kann, sozusagen. Mhm. Also von daher da super Tipps. Und ja, wie gesagt, ich glaube, zum Thema Darm, Darmreinigung, Darmsanierung könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Online-Kurs oder ein ganzes Seminar über Wochen lang füllen. Ich denke, da haben du und ich sehr, sehr tolle Ressourcen ja eben auch schon gemacht. Die verlinken wir einfach hier unten drunter. Aber ich sehe es genauso wie du, dass es eine Art Basis ist, die wir auf jeden Fall integrieren sollten. Und es gibt mittlerweile eben auch, und das möchtest du ja eben auch testen, liebe Maria, gibt da mittlerweile eben auch wirklich von der Natur elegante Systeme, wo wir jetzt nicht wochenlang oder tagelang fasten müssen, das mit Energieverlust und so weiter verbunden ist, sondern es gibt Systeme, das geht innerhalb von 24 Stunden, ne, auf Basis von Enzymen. Mhm. Du wirst es jetzt auch mal testen, das ist jetzt zum Beispiel so eine Box, da hast du wunderbare Enzymdrinks mit drin und so weiter. Und dann kannst du innerhalb von 24 Stunden schon deinen Biofilm lösen, Parasiten ausleiten und so weiter. Also man kann heutzutage moderne Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit alten traditionellen Heilmethoden so verbinden, dass man nicht mehr diesen langen Weg gehen muss, sondern im positiven Sinne die intelligenten Wege nutzen kann. Ne? Oder als Beispiel einer meiner Mentoren, Dr. Joe Dispenza, der schafft es, mit dir innerhalb von einem 6-Tagen-Meditationskurs in Zustände oder dich in Zustände zu bringen. Da hätten Mönche früher wahrscheinlich 20 Jahre lang harte Arbeit in Klöstern gebraucht, um dahin zu kommen. Und das finde ich eben spannend und deshalb bin ich da wirklich, wirklich von Herzen froh und dankbar, dass du, liebe Maria, da so viel Aufklärungsarbeit leistest, dass du dir so viel Zeit nimmst, dass du, natürlich gewinnst du auch damit, du gewinnst an Erfahrung, du gewinnst an Lebensfreude, du gewinnst natürlich auch finanziell. Das gehört ja eben auch für jeden dazu. Und wenn du so viel Leidenschaft, Spaß, Freude, Liebe damit reinbringst, dann darfst du doch auch in Fülle sein, was das Finanzielle angeht. Also, und wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da dich angesprochen fühlst und sagst, hey, das eine oder andere willst du mal ausprobieren, hey, dann geh doch in den Shop von Maria und bestell dir mal das eine oder andere oder auch ihren Kurs, ihre Community. Da kannst du ja gerne noch mal was dazu sagen, weil
du schaffst ja nicht nur Unterstützung in Form von Lebensmitteln, sondern du schaffst ja auch Unterstützung in Form, dass die Community sich bildet, dass du einfach Zugang zu Menschen hast, die gleichgesinnt sind. Und wir wissen ja mittlerweile, dass die Epigenetik, also unser Umfeld, mindestens genauso wertvoll ist wie unsere Genetik, also unsere DNA. Und das heißt, wenn das Umfeld nicht stimmt, dann kann ich mir noch so viel Ziele setzen, Stress machen und so weiter. Es wird extrem schwierig sein, meine Ziele zu erreichen. Das ist so, wenn ich den ganzen Tag gegen den Wind pinkel. Ja? Dann pinkel ich mich einfach voll, anstatt dass ich mit dem Wind gehe und den Rückenwind dann habe. Und den gibst du. Und das finde ich wirklich toll. Und vielleicht magst du dazu noch was sagen. Ja, genau. Also mir ist es immer wichtig, Menschen dazu zu inspirieren, wirklich loszugehen, den ersten Schritt zu machen und dann reinzuspüren. Weil wenn du dieses Lebensgefühl einmal gespürt hast, wie sich das anfühlt oder wie sich Gesundheit wirklich anfühlen kann, weil das ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern das ist so viel mehr. Und wenn du das einmal gespürt hast, ob nun durch diesen Green Elixir Drink, den ich jeden Morgen trinke, der wirklich nur 30 Sekunden dauert, wenn du den jeden Morgen in dein Leben integrierst, wenn du das einmal gespürt hast, dann willst du mehr davon, weil das ist dieses wahre Lebenselixier, diese wahre Lebensfreude und die macht süchtig. Und da dürfen wir einfach wieder hinkommen. Und wenn du dann natürlich noch eine wundervolle Community hast, die dich da begleitet, dann kannst du einfach viel schneller an dein Ziel kommen. Und deswegen mache ich das auch so, dass ich eben bei mir eben Menschen verbinde, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, uns gegenseitig beflügeln können, wieder an unsere Stärke zu kommen. Weil wenn du jeden Tag siehst, auch was andere machen, was die noch für Tipps haben, also 100 wissen viel, viel mehr als einer alleine und da können wir uns einfach mitnehmen. Und wenn du einfach mal so ein Tief hast und denkst, oh, ich schaff's halt einfach nie, dass dann Menschen da sind, die dich auffangen, die sich wieder ermutigen und dir einfach wieder einen ganz anderen Anschub geben. Und das ist so, was mir ganz wichtig ist, dass wir das eben auch alle zusammen machen und nicht jeder alleine machen muss, weil das ist auch das Schöne, was uns alle verbindet, weil wir sind nicht hier, um gegeneinander zu kämpfen, sondern um uns gegenseitig zu beflügeln, um alle gemeinsam und jeder für sich an sein ganz eigenes Ziel kommen können. Aber dafür können wir eben die Kraft voneinander nutzen. Ja. Ja, super cool. Danke, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast. Du hast eine Stunde aus deinem wertvollen Familienleben und Businessleben hier den Zuschauerinnen und Zuschauern gegönnt. Also vielen lieben Dank dafür. Ich meine, es ist nicht notwendig, dass du dir vielleicht noch Zeit nimmst, um kostenfreie Inhalte zu generieren und trotzdem machst du es jeden Tag und dafür gebührt dir mein Respekt. Also liebe Maria, mach weiter so. Du machst es wirklich fantastisch und ja, ich kann nur sagen, geht mal auf ihren YouTube-Kanal oder eben auf die Webseite, die verlinkt ist. Und vielleicht mögt ihr sogar mal in diese Community reinschnuppern. Ich weiß es, dass es lebensverändert sein kann, sich mit Menschen zu umgeben, die einfach denselben Mindset hat und die eben einfach auch mal motivieren können, eben weil sie inspirieren. Ne? Du musst ja nicht eins zu eins das machen, was andere machen, aber mal wie im Fitnessstudio, ja, du beobachtest jemanden, siehst eine neue Übung, auf die wärst du selber nie gekommen und diese Übung wird auf einmal deine neue Lieblingsübung, ja, nur als kleines Beispiel und das hätten wir sonst nicht, wenn wir nicht das richtige Umfeld haben. Ja. Und danke, dass du das zur Verfügung stellst. Ja, ich danke dir, Christian, dass ich dabei sein durfte und wenn ihr mal reintesten möchtet in die Welt der Rohkost, ich habe ein kostenloses E-Buch, das könnt ihr euch, ich schicke dir den Link, packen wir in die Shownotes rein, denke ich mal, dann könnt ihr euch das runterladen und einfach mal schauen und reinspüren und testen, wie lecker Rohkost sein kann. Cool, vielen lieben Dank. Ich sage auch heute wieder Stay Healthy, Stay Vegan, Eat Your Broccoli natürlich. Integriere auf jeden Fall diesen leckeren Saft, Evoke Your Spirit mit Kokoswasser in deine Ernährung. Ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Das ist einfach so ein Genuss. Mache ich mir jetzt auch. Und wir sehen und hören uns bald wieder, liebe Maria und dich natürlich auch. Wenn dir die Episode gefallen hat, leite sie doch kurz weiter und tu anderen Menschen einen Gefallen. Alles, alles Liebe. Ich
Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.